Willkommen zu Let's Play Shaman King Master of Spirits. Ich bin Marc. Und ich bin Alex. Komm, lad auf, lad auf, lad auf, lad auf. Ich glaube, nichts mehr zum Heilen. Das ist jetzt wieder blöd. Aber ich habe ein bisschen Gold eingesammelt. Dann ist ja gut. Ja, den habe ich besiegt. Und nicht so viel Damage gekriegt, das geht sogar noch. Jetzt könnte ich sogar den Heimweg schaffen. Ach, du hast doch gerade behauptet, der Boss wird sowieso nicht. Also, er ist nicht mal ein Boss, aber der wird sowieso nicht so stark. Ich weiß nicht. Ich will nicht nachher meine Wörter essen. Pass auf, jetzt komme ich gleich dahin und komme dann nicht zu dem Geist, den ich suche. Ich sehe das schon kommen. Erstmal Magnus Cook, kann ich mich hier nach unten nehmen? Zu langsam. So. Langsam habe ich viele Kugeln, 66. Muss einfach nur konzentriert jetzt hier durchgehen. Dann muss man es mal tun. Da hinten am letzten Ding. Oh. So weit, so gut. Das war schon mal ein bisschen professioneller. Okay. Ganz ruhig, Alex. Gleich hast du es. Oben war der Schalter. Gut, ich bin wieder rausgekommen. Kann ich jetzt speichern. Warte mal, habe ich das Feuer überhaupt mitgenommen? Das, was sich um einen dreht? Das wäre super, wär super, wenn nicht. Status. Wie hieß das nochmal? Weißt du das? Yamagami. Gucken wir mal. Ja, gut. Also auch Ashcroft und Gabriel? Gabriel nicht. Ja. Aber Ashcroft. Aber bei Ashcroft war der Gabriel nicht gewesen. Doch kurz davor, bevor du da runtergegangen bist, um da in das nächste Gebiet zu Ashcroft zu gehen. Achso, ja, dann bin, da oben bin ich noch nicht lang gegangen. Aber da oben geht es ja auch weiter lang sowieso. Gegangen, ja. Wollte gegangen. Ach, die hören meine Aussprache nicht lustig. 1400. Das ist lange genug, um Deutsch zu lernen. Sagst du. Hotdog! Noch mehr Hotdog! Und nochmal Hotdog! Ich hätte vielleicht nicht sprechen sollen. Oh, okay, ich komme da dran. Das habe ich mir nicht so einfach vorgestellt. So, drei Hotdogs und ein Sushi. Jetzt muss ich nur einmal da durchlaufen. Aber ich bin jetzt besser da drin. Das hat uns nochmal hier abgehalten, davon weiterzukommen. Ach ja. Was denn? Ja, war der Sprung zu hart. So. Ich will mich aber nicht nochmal durch die weiteren. Wobei die waren gar nicht so lang, glaube ich. Besser als jetzt zurückzugehen. Glaube ich. Erstmal verkaufe ich den Scheiß nicht. Warum hatte ich so Probleme bei der Lava? Man kann die ganze Zeit auf den Dingern bleiben und einfach nur hochspringen, die ganze Zeit. Ja, und? Das habe ich nie gemacht. Ah, du sagst nicht, warum du so Probleme hast. Ja. Wie fragst du dich denn, warum du so Probleme hattest? Ja doch, ich gehe hier lang. Nee. Ich weiß, dass das eine Level gleich extrem kurz wird und das beim Boss auch, deswegen ist, glaube ich, hier lang besser. Ich glaube an dich. Das hat ja nichts mit mir zu tun, welches immer kürzer ist. Ich glaube trotzdem an dich. Du hast nicht an mich zu glauben. Ich glaube ja auch nicht an dich. Du bist so gemein. Ich bin nett zu dir und das ist alles, was ich kriege in dieser Freundschaft. Bin ich ehrlich? Ehrlichkeit wird voll überschätzt. Blöde Fledermaus. Oben ist gleich auch noch mal eine. Ich mag Fledermaus. Aber Batman. Oh ja, ich hasse Fledermaus auch. Aber Batman ja auch. aber Batman. Hey, da ist eine Truhe, die ich übersehen habe.
Also nicht ich hasse Batman, sondern Batman hasst Spider-Man oder so. Batman hasst. Mich vielleicht auch, ja. Weil ich besser als Erwin und Shaman King. Ja. Aber Batman hasst jeden. Ja, nicht wahr. Der hat vier Kinder adoptiert. Ja, und viele sind davon gestorben. Nee, sind welche? Wie viele sind gestorben? Einer, ne? Ist gestorben. Ja, aber immerhin. Und er hat die alle dazu gebracht, dass sie gegen Böses kämpfen. Ja, haben die sich zum Großteil selber zugebracht. Bis auf den einen, der gegen sind Gutes schon ein bisschen hätte jung, kämpfen soll. Sind schon ein bisschen jung gewesen. Also, ich weiß nicht. Warte mal, musste ich jetzt hier weiter runter? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich musste weiter nach oben jetzt hier. Verdammt. Mir ist unsicher. Ach, ich hätte vorher runterholen sollen. Wo war denn der? Ich dachte, du kennst jetzt alle Wege. Nee. Ich habe mich überschätzt. Was suchst du denn gerade? Da dieses Lichtding, was du gesagt hast. Du musst nach ganz oben rechts. Ach so, also muss ich hier gar nicht mehr lang. Ich weiß gar nicht, wo du da bist, genau. Ich bin jetzt gleich wieder bei dem Gazi, bei dem, nicht Gazi Kelly, sondern bei dem Ritter. Der ist jetzt hier. Ashcroft, ja, da bist du schon zu weit nach unten. Ah, okay, dann weiß ich jetzt, wo du meinst, glaube ich. Ach ja, hier bin ich jetzt. Ja. Muss ich vielleicht hier lang. Aber erst geht, guck ich, was links ist. Kam ich daher? Ja, ich glaube, ich kam daher. So, ein neues Gebiet. Das wundert auch wieder nicht. Eine Etage runter bist du schon hergelaufen. Und da oben ist der Geist. Oh, okay. Und hier geht's jetzt weiter? Ja, da kommt direkt der Boss. Was kein Boss ist, aber. Ja, für mich ist es ein Boss. Jetzt kann ich mir erstmal Licht machen. Ja. Was nehme ich denn dafür raus? Das ist nochmal. Ach, Poison Effects sind jetzt gar nicht mehr hier, ne? Nö. Dann kann ich das mal reinmachen. Wo ist er denn? Dumm, dumm, dumm. Ich frage mich, ob das ganz Sinn macht, was ich betreibe, aber ja, ich glaube schon. Achso, das ist eine Fähigkeit? Das ist ein Passive. Vor? Achso. Das ist Yamagami. Verdammt. Du bist Gabriel. Das sind beide gleich, die haben beide ein G drin. Ui! Ja. Das ist ein Unterschied. Allerdings. Ich hätte wirklich mir den erst holen sollen und dann, naja, das ist... Gut. Oh, man kann dem gar nicht so einfach ausweichen, wa? Hä? Das ist jetzt, Ach komm, der ist so leicht, weißt du nicht mehr? Ich hab ein bisschen Angst vor ihm. Solltest du nicht, der ist einfach, das Level war so hart, der ist so billig. Ich könnte mal... Ach ne, der heilt sich ja mal, das ist ja doof. Hast du Fernkampfattacken bei dem genommen? Weiß ich nicht mehr. Irgendwann ja, aber ich bin nicht sicher, ob wir getroffen haben. Aber ich glaube, vielleicht. Ein eindeutiges Jein. Einfrieren kann ich den ja sowieso nicht, gehe ich mal von aus. Ich gehe davon aus, dass du ihn einfrieren kannst, aber der bleibt ja nur eine Sekunde oder so eingefroren. Was bringt dir das also? Machen wir auch erstmal Licht rein. Gabriel, wo bist du? Da, Gabriel. Dieses Defensiv, das ist ganz gut. Den kann ich rausnehmen. Was nehmen wir denn da? Ich könnte wieder mehr Damage machen. Ja, ich könnte auch mehr. Movement Speed ist gut. Dann nehmen wir hier Amida Maru. Shikigami. Und dann nehmen wir hier. Nehmen wir hier mal dieses Ashcroft rein. So. Boah. Was? Ich kann ja, aber weg. Du kannst einfach vorbeirennen, das ist natürlich praktisch. Allerdings kriegst du dann ja auch seinen Geist nicht. Rosé, Rosé. Verdammt, Rosé. Der ist gut, der Geist wahrscheinlich, ne? Naja. Aber Vollständigkeit. Gut ist ein großes Wort, aber ja, Vollständigkeit. Aber ich kann doch hier einfach wieder rückwärts nachher reingehen und den holen, oder? Vermutlich, ja. Ja, dann. Also, hoffe ich jetzt mal. Bestimmt. Boah, das wäre bitter, wenn ich jetzt zurückgegangen wäre. Dann wäre ich nämlich gestorben gegen ihn auf jeden Fall. Sowas wie an den Gegner beim ersten Mal, wenn ich gegen die Kämpfe vorbeirenne, kommt mir nie überhaupt in den Sinn. Das war gerade Zufall, dass ich das gemacht hatte. Blöde Katze. Ach so, das war glaube ich das einzige wirklich nervige Level auf diesem Weg. Wenn ich jetzt sterbe, kann ich einfach wieder...
Ich habe nicht gespeichert. Ja, wenn du jetzt stirbst, kannst du wieder das ganze Level zurückfahren. Ja. Genau das, was du gerade sagen wolltest. So, und einmal gespeichert, jetzt gehen wir wieder rein. Was nehmen wir denn? Nehmen wir Ashcroft, okay. Katze, Katze. So, nur drei Level weiter, dann sind das plötzlich Vögel für dich. Kommen die da durch? Ich glaube, ich mache jetzt voll die feige Technik hier gegen ihn. Ja. Ich glaube nicht, dass ich den so viel weniger feige bekämpft habe. Das ist. Glaubst du nicht? Nee. Hast du dich immer hinter der Tür versteckt? Nein, aber. Und die dann abgeworfen, hast du dich wieder versteckt? Ich glaube, ich stand irgendwo, wo er mich nicht treffen konnte. Ich fühle mich so mächtig. Er soll aufhören, seine Viecher da zu spawnen. Geht ja nicht. Weil die blocken immer den Schaden. Ja. Mega gemein. Aber wo hast du dich denn dann versteckt, dass sie auf dich nicht treffen? Auf der anderen Seite. Ja, aber da kommen doch die Viecher hin. Ja, aber nicht so gut. Okay, ich könnte einfach noch näher rangehen und ihn hauen. José. Gut. Das war einfach. Und ich speichere nochmal. Du bist nach Osten gegangen oder nach Norden? Kannst du ja mal versuchen, nach Norden zu gehen. Warte mal. Das wenn du gerne zur Faust zurück möchtest und so. Na, ja, eigentlich nicht, aber vielleicht ist in dem Level was Cooles drin. Also, du bist da nicht reingegangen? Bin ich gerade nach Norden gegangen und hab gemerkt, dass ich da nicht herkomme? Ich glaube ja. Ja, okay, dann gehe ich nach unten. Ja, bin ich. Was? Nein, nicht bei dir, bei mir. Ach so. Aber ja, du kommst auch nicht her. Und ich bin daher gegangen. Aber es geht halt nicht da weiter. So, da bin ich jetzt auch mal im Wasserlevel. Vielleicht kann ich jetzt mal in diesem Level gleich die eine Kiste nehmen, die ich noch nicht genommen habe. Vielleicht kann ich auch mal das Level zu Ende erforschen. Boah. Uff. Okay, jetzt weiß ich, wie es ist. Jetzt bring ich mich mal kurz um. Das bringt nämlich gerade nichts. Bist du noch gar nicht weit in dem Wasserlevel? Ich weiß, deswegen. Gut, dass ich gerade gespeichert habe. Ich habe mich auch vergessen, mir was zu kaufen. Aber ich habe hier Schaden gekriegt und denke ich mir, mache ich nochmal einen kurzen Reset. Außerdem habe ich schon lange nicht mehr die enttäuschten Gesichter gesehen. Zählt eigentlich mehrfach, wenn ich den mehrfach umhau? Nein, schade. Sind die überhaupt einfach gezählt? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die zählen nichts. Die sind wertlos. Ich habe doch gerade schon gesagt, dass der nicht zählt. Achso. Ach, da bist du. So. Woher weißt du das? Du hast noch nicht mal den Herrn Yen. 1740 wieder. Das Jan, heißt, kleine Budde. Ja, wenn ich gleich irgendwie eine coole Truhe finde mit ganz vielen Nudeln und so, dann kann ich die nicht benutzen. Ja, es gibt keine Truhe mit ganz vielen Nudeln. Schade. Ja, dann kann ich mich auch etwas eindecken. Was habe ich denn da? Ist das ein Gegengift? Cool. Naja, du bist durch das Giftgebiet schon durch. Ja, eigentlich könnte ich das verkaufen. Wobei Toten... Also die Mini-Totenpfahle von For Silver können vergiften, aber die verlieren auch Gegengift, also. Ja, ich könnte es theoretisch verkaufen. Aber bis jetzt, naja, ist mein. Nächstes Mal hole ich mir die Truhe. Oh, wow. Apropos Truhen mit Nudeln. Gefunden? Ja. Yeah. So, jetzt habe ich mich erst mit Hotdogs eingedeckt. Boah, jetzt bin ich voll gut ausgerüstet, weil der Winter ist auch fast voll. Meins ist jetzt auch voll, glaube ich. So, weiter geht's. Ich mache jetzt erstmal den anderen Geist rein mit der Wasser-Dings. Ja, der Wasser. Ist hilfreich da. Wo ist denn. Was ist das denn? Achso. So. Das ist es nicht, das ist es nicht. Reduces Wasser Resistance, das ist es. Moment, ach ja, das Level kommt auch noch. Okay, oder das geht schnell durch. Zack. Oder. Wo ist es? So, weiter geht's. Erstmal kann er hier drüber? Nein, der kann hier nicht drüber, oder? Haha, ich kann ihn aber abwerfen. Ja, wenn du so, hör lieber auf, wenn du so weitermachst, fliegt er gleich einfach auf dich zu und haut dich so. Also ich meine. Muss man nicht gegen ihn kämpfen? Doch.
Also, er wird sowieso machen. Wollte dich nur gewarnt Ja, haben. ich weiß. Ich lasse auch gerade mal Furioku wieder aufladen. Kann So. man den fliegenden Geist kann man gar nicht einfrieren, ne? Welchen fliegenden Geist? Wenn er da seine Rüstung verliert. Weiß ich nicht, probier doch mal. Aber. Hast du immer noch das Eisding im Kampf benutzt? Ich finde, das ist ziemlich gut, findest du nicht? Nee, ich finde das ultra unpraktisch. Das verbraucht viel Furioku und macht kaum Schaden und vereist für eine halbe Sekunde oder so. Ja, vielleicht bin ich auch nur zu negativ dem gegenüber eingestellt. So. Ja, vielleicht lasse ich. Bin ich vergiftet? Aber ich müsste mich heilen. Ja, nehmen wir das auch nochmal. So, jetzt habe ich hier wieder mehrere Wege, wo ich lang kann, ne? Okay. Ich dachte, das geht nach oben. Aber Yen mag ich, der ist toll. Ich bin doch vergiftet gewesen. Vergiftet Ashcroft? Weiß nicht. Wenn du vergiftet warst, vermutlich. Oder irgendwas anderes hat dich getroffen. Ich dachte, ich könnte. Ach, muss ich die jetzt alle auf einmal ausrüsten oder was? Warte mal, habe ich dafür irgendwas frei? Wie Kanter benutze ich kaum noch. Aber ich dachte, ich hätte noch irgendeins. Hier, ha. Okay. Dann wollen wir doch mal. Ich bin nur froh, dass ich durch das eine Level bin. Oh ja, Tatsache. Was ist da? Gegner? Nein, eine neue Attacke. Oh, die ist ja geil. Boah, jetzt bin ich neidisch. Die hätte ich auch gern. Ja, kriegst du ja noch. Wow, Hätte was ist ich das denn für ein gern. Vieh? Das will ich haben. Ich will jetzt gleich König sein. Damit kriegen wir Probleme, wenn ich das weiter Nein, glaube nicht. Niemand kann das erkennen. singe. Hey, ich bin ein super Sänger, ja? Voll der gute Sänger. Hochkonzentriert, hochkonzentriert. Ja, warte mal, ich glaube, ich muss einmal runterfallen. Da unten ist ja noch die Truhe. Ja, so aber nicht. Aber jetzt weiß ich, wie ich fallen muss. Diese Steinwerfer. Ja, nicht so, sagte er gerade. Ich weiß, ich fallen muss, ja, sicher. Und nochmal. Ja, komm schon. Ja, das ist gar nicht so leicht. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye!